Welcome to Mr. Hilo. Wir sind wieder da, Uncharted 4, A Thief's End. Und wir waren an den Toren vor New Devon und sind dort natürlich reingekommen, haben festgestellt, dass Sam noch lebt und gefangen ist bei Nadine und Rafe. Und die sind gerade vor den Haupttoren. Ich werde euch gleich ein bisschen was zeigen. Wir sind eigentlich dem Weg einfach nur gefolgt. Also es ist jetzt nichts Besonderes passiert. Tut mir sehr leid, die Aufnahme war leider beschädigt und einfach nicht in der Lage, nicht möglich, hier irgendwas wiederherzustellen. Was haben wir hier? Nochmal ein Schätzelchen. Wunderbar. Also wir haben nicht viel verpasst. Ich hoffe, ihr seid mir nicht böse. Deswegen, wir gehen mal weiter. Schau mal, wo wir hier weiterlaufen können. Also hier ist immer noch dieser Part. Hier steht auch immer noch Elena. Und ich nehme stark an, wir müssen hier unter dem Kamin durch. Kommen wir da nicht runter? Doch, klar kommen wir da runter. Natürlich! So, hier, das ist nämlich New Devon. Also ihr seht, wir sind schon ein bisschen vorangekommen. Hier war aber jetzt nicht viel. Hier waren eigentlich einfach nur Häuser, in denen wir uns ein bisschen umgeguckt haben. Ein paar Schätze haben wir eingesammelt und so ein Zeug. Und das hier vorne, dieses Haus, das ihr da durch die Bäume seht, das ist tatsächlich das Haupthaus, in das wir reingehen. Dort sind vorhin Rafe, Nadine und unser guter Sam auch drin gelandet. Wir gucken jetzt mal, was hier gibt. Die Kanonen wurden anscheinend nachgerüstet. Ja, improvisierte Verteidigung. Wir hatten wohl nicht erwartet, gegeneinander zu kämpfen. Wohl nicht. Okay. Ich weiß natürlich jetzt auch nicht so genau, wo wir jetzt lang müssen. Bisschen schwierig, aber ich denke, wir gehen mal hier in dieses Haus rein. Es ist ein weiteres Haus der Gründungsmitglieder. Geschichtlich gesehen ist auch nicht so viel passiert jetzt gerade eben. Also wir haben viel gefunden, viel entdeckt in den Gründungsmitgliederhäusern, überwiegend wertvolle Gegenstände und noch zwei Briefe. Und zwar scheint hier so eine Art, wie gesagt, fast schon Bürgerkriegsszenario stattgefunden zu haben. Und ja. Das ist bisher das, was passiert. Okay, die Strömung ist zu stark, sagt er mir. Wo soll ich denn dann lang? Wir müssen irgendwie anders rüberkommen. Was ist denn da drüben? Okay, also hier bin ich schon mal. Ich denke, das ist hier wieder so ein... Warte, ich drücke ihn runter. Toll, danke. Wunderbar, haben wir geschafft. Okay. Gern geschehen. Danke, du bist ein tolles Gegengewicht. Ich meine... Solltest du auch. Wasser geschluckt. Ah ja. Also wie gesagt, ich hoffe, ihr seid mir nicht böse. Ihr habt aber nicht viel verpasst. Wir sind wieder am Start und machen jetzt weiter. Ja, da ist doch ein Weg. Zu schwer. Okay, das geht nicht. Ich schaff das nicht alleine. Okay. Aber das schaffe ich alleine. Das sollte gehen. Als ob das nicht umgefallen wäre. Das ist ja eine Frechheit hier. Wollen wir das aus dem Weg? Ja. Okay. Sieh mal. Thomas Tooth Siegel. Wir sind also in seinem Haus. Der zweite Mann. Wir arbeiten uns nach oben. Thomas Tooth
So ist quasi dieses Haus hier bestückt. Das ist Thomas Tews Haus. Hier sieht man nichts mehr, aber wir müssen auf jeden Fall hier durch die Tür. Großer Gott! Na, willkommen auf der Party. Wir sind wohl ein bisschen spät. Hey, Nate. Sieh mal hier. Da ist noch ein Siegel. Oh mein Gott. Was? Sie sind's. Eleanor, diese Piraten sind die Gründer von Libertalia. Was zur Hölle ist hier passiert? Ich bin keine Pathologin, aber ich würde sagen, miese Drinks? Sieht so aus. Also was war das? So eine Art von reiche Piraten-Selbstmordkult? Nein, wohl kaum. Nicht diese Kerle. Im Namen von Lord Avery lade ich euch in mein Haus ein, morgen bei Sonnenuntergang. Die Zeit ist reif, um unsere Feindschaft zu begraben und uns zu vereinigen unter dem Banner Gottes und der Freiheit. Gezeichnet Thomas Tew. Wollen wir wetten? Thomas Tew? Henry Avery. Die Gastgeber haben sich wohl vorzeitig verabschiedet. Das war aber nicht sehr freundlich von ihm. Okay, also. Diese Kerle entfachen eine ausgewachsene Revolte, als sie den Schatz für sich beanspruchen. Mit den Siedlern werden sie fertig, aber sie kämpfen auch noch gegeneinander. Und die Schätze, es wurde ungemütlich. Gut, Avery und Tew laden sie hierher ein. Und, wie war das? Feindschaften zu begraben. Um Feindschaften zu begraben. Avery erhebt sein Glas. Für Gott und die Freiheit. Ahoi, Matrosen und so. Und sie alle trinken. Außer die beiden. Und einfach so sind alle Schätze von Libertalia im alleinigen Besitz zweier Männer. Das sind die größten Piraten der Geschichte. Und sie alle starben in einem Moment. Genau an diesem Tisch. Echt unglaublich. Ja. Es tut mir leid, tut mir leid. Ist okay. Tja, da unsere Gastgeber nicht mehr hier in Tews Haus sind. Besuchen wir doch mal Avery. Ja. Gehen wir. Okay, muss ich kurz Pause machen. Wow, also ihr habt gemerkt, Elena bemerkt hier, dass Nathan dieses Schatzsucherleben braucht und auch verinnerlicht, verdeutlicht. Und das ist ganz, ganz, ganz wichtig für ihn. Und man merkt auch, die Musik ist da ein bisschen dramatisch, ein bisschen, sie ist sich noch nicht sicher, ob sie ihm wieder komplett verzeihen kann, ob sie mit jemandem zusammen sein will, dessen Herz sich immer zu diesem Abenteuertum ziehen wird. Und ja, ist auf jeden Fall interessant. Wir machen auf jeden Fall auch noch ein bisschen weiter. Das macht nämlich gerade sehr viel Spaß. Übrigens nebenbei, was ich vielleicht noch vergessen habe, zu der vorigen Folge zu sagen, die er leider nicht ganz aufgenommen hat und leider auch nicht richtig aufgenommen hat. Elena macht das alles hier auch tatsächlich irgendwie Spaß und sie nähert sich dann doch auch Nathan wieder an, aber sie ist halt, zwischen den beiden ist halt gerade, wie gesagt, eine Ehekrise. Beide wissen nicht, wie sie damit umgehen können und wir machen natürlich einfach weiter. So, für die Nachwelt.
Langsam. Sei vorsichtig. Bin okay. Ich hab's. Wir treffen uns oben. Hey. Hi. Okay, haben wir geschafft. Wunderbar. Wo geht's denn hier noch hin? Erstmal hier rüber kurz zu den Kanonen. Mehr Kanonen. Genau wie bei Tu's Haus. Das Gift ist wohl mächtiger als die Kanonen. Was? Naja, schließlich vergiftete er dann. Ja, der ist schlecht. Tut mir leid. Ja, ziemlich schlecht. Und wir sind ganz offiziell in Henry Averys Haus. Und das ist nicht gerade dekadent. Oder nicht gerade dezent, sagen wir es mal so. Wort des Tages. Pompös. Warum hat der Thomas Tu nicht getötet? War er sowas wie seine rechte Hand? Ja, genau, das war er. Kannst du dir vorstellen, für einen Psychopathen zu arbeiten? Klingt nach meinem ersten Job. Was? Der Produzent eurer Show? Nein, mein Manager bei Macho Nacho. Du warst mal bei Macho Nacho? Es war ein Highschool-Job. Hattest du auch so einen Hut? Der Punkt ist, mein Chef war ein paranoider Psychopath. Er war der Manager von El Macho Nacho. Hör auf jetzt, okay? Gut, dann gehen wir mal hier rein. Okay, ich sehe hier schon, hier wird auf jeden Fall wieder geklettert. Da, Shoreline hat die Haustür versperrt. Und sie haben Fußspuren hinterlassen. Na, mal sehen, wo sie sind. Mehr Fußspuren. Hey, na bitte. Und wo sind jetzt die Shoreline-Türen? Frag ich mich auch. Wir müssten sie doch schon gefunden haben. Ja, sie haben sie genommen. Glaubst du, es sind Geister der Piraten? Macht halt keine Witze drüber. Okay, hier geht's nirgends lang. Kurz bisschen durch die Gegend gucken. Was haben wir denn hier? Also irgendwie sieht ja echt schick aus hier alles, aber... Gut, da waren jetzt doch die Fußspuren und dann sind sie weg, oder wie? Okay, in die Richtung. Elena, sieh mal hier. Die Spuren führen durch diese Tür. Mist, sie sind von der anderen Seite blockiert. Warum einen Weg? Es sei denn... Sie haben was gefunden. Okay, hilf mir, sie aufzudrücken. Ja. Oh mein Gott! Was geht denn da jetzt ab?
Nein, 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 du sollst da hochklettern. Kletter doch mal da hoch. Nö, meine ich. Scheiße. Bist du okay? Ja. Sie haben uns in einen Hinterhalt gelockt. Ja. Okay, brechen wir die Tür auf. Ha! Was wir nicht finden sollen. Haben wir alle schön weggelasert hier. Okay, dann los, bereit? Der Verräter Tu weiß alles über uns. Wir müssen schnell handeln. Zerstört den Damm, reinigt New Devon. Und los geht's. Und bringt meinen Schatz durch den Gang zum Schiff. Tu und Avery haben sich bekämpft. Überrascht dich das echt? Wohl eher nicht. Bitteschön. Danke. Finden wir diesen Gang. Machen wir. Ich tippe stark auf da drüben. Ich spreche es einfach mal direkt aus. Keine Fußspuren mehr, sie hören hier auf. Okay, und wo sind sie hin? Piratengeister. Sehen wir uns um.
Ja, das ist doch safe hier, diese... Normalerweise sind doch versteckte Geheimgänge immer hinter so einem... hinter einem Kamin. Das ist doch ganz klar. Schätzchen gefunden. Aber hier oben ist schon mal nichts. Das ist unglaublich. Was? Was hast du da? Das ist eine Kopie des britischen Fahndungsaufrufs für Avery. Er war wohl stolz darauf, der meistgesuchte Mann der Welt zu sein. Mhm. Ha. Ah, hier ist überall nichts tatsächlich. Also ich sehe jetzt irgendwie noch nichts hier. Schauen wir mal, ob hier links irgendwas ist. Da ist auf jeden Fall nochmal ein Siegel, eine Truhe. Hier ist noch was. Sams Feuerzeug. Hat er es verloren? Ja, mit Absicht. Was auch immer wir suchen, es muss hier irgendwo sein. Hier muss noch ein anderer Ausgang sein. Vielleicht der Gang, den Avery im Brief erwähnt. Aber wo ist der Schalter? Ich muss ehrlich sagen, wollte ich gerade sagen, also das hier... Nate. Ja, was gefunden? Ich glaube schon. Okay, da kann der Eingang natürlich auch sein. Wie hast du... Hier ist ein blutiger Fingerabdruck, wo Libertalia sein müsste und ich habe... draufgedrückt. Sehr schön. Im Brief stand, dass Avery seinen Schatz zum Schiff bringen lässt. Ja. Ich glaube... ich glaube, das ist nicht mehr wichtig. Dann mal los. Vorsichtig. Hey, Rücken! Ja. Hier hat sich Avery wohl eine Panikhöhle gebaut. Ja, wo die wohl hinführt? Mist. Wir werden es rausfinden. Das hier sieht nicht stabil. Kapitel 19, Averys Abstieg. Und damit beenden wir diese Folge. Freut mich riesig, mit euch weiterhin dieses Spiel zu spielen. Das ist so cool. Und jetzt mit Elena durch die Gegend zu laufen, ist natürlich auch so oder so ein bisschen Nostalgiefaktor, wenn man die alten Spiele gespielt hat. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Lasst ein Abo und ein Like da. Macht's gut. Bis denne und ciao.